Montag ist es, eine neue Woche hat begonnen und die News Show geht heute los. An diesem warmen Montagabend, ja, mein Handy sagt 31 Grad, es könnten aber so zwischen, ja, 28, 29, 30, 31 Grad sein. Wer weiß. Wollen wir nicht an morgen denken? Ja, die News Show heute am 18. Juli 2022. Heute unter anderem natürlich mit dem Thema Klimawandel nämlich und der Hitze. So sagt nämlich ein Klimaforscher nämlich, dass wahrscheinlich das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht werden kann. Außerdem gab es eine Studie darüber, wie teuer für uns die Schäden durch den Klimawandel werden. Außerdem geht es heute auch noch um, ja, Robert Lewandowski nämlich, der ja jetzt ja beim FC Barcelona ist. Der RWB hat heute auch mal wieder ein bisschen so einen Platz bekommen und es geht heute unter anderem auch natürlich wieder einmal um die Ukraine. Ja, und noch so ein bisschen mehr jetzt hier in der News Show am Montag. Willkommen zur News Show am Montagabend um 19:51 Uhr. Ja, es ist derweil wieder ein bisschen warm heute. Das heißt ein bisschen. Wenn ich hier drin bin, dann geht es so einigermaßen. Wenn ich draußen bin, ist es ziemlich wärmer als hier. Wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie es morgen sein wird. Morgen soll es ja der heißeste Tag überhaupt ja jetzt ja erstmal werden in diesem Jahr und auch in dieser Woche. Und generell sollte uns das ja natürlich sagen, ja, wir müssen was gegen diesen Klimawandel tun, denn sowas wird wohl häufiger vorkommen, wenn wir morgen so Temperaturen bei über 40 Grad nämlich erreichen oder bis zu über 40 Grad erreichen, so wie man das auch immer sagen mag. Und klar ist ja natürlich auch, dass ja die Politiker ja schon längst gesagt haben, ja, wir wollen ja 1,5 Grad Maximumziel ja erreichen. Das sieht einer nicht mehr so. Und damit kommen wir schon zum ersten Thema, nämlich denn der Klimaforscher und Meteorologe Mujib Latif nämlich. Der ist seiner Überzeugung nach fest auszugehen, dass die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, das zu begrenzen, nicht mehr möglich ist. Ja, vermutlich würden nicht mal einmal mehr 2 Grad nämlich helfen, sagte er. Er ist ja unter anderem ja Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Das hat er im Übrigen in einem Interview mit der Mediengruppe Bayern nämlich gesagt, also mit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Er sagte da auch, Zitat, nimmt man das, was die Politik weltweit derzeit macht, sind wir ja auf dem Kurs 3 Grad. Ja, weiter fügte er hinzu, wir nähern uns an einem Punkt, an dem man sich eingestehen muss, die Zeit ist abgelaufen. Also das, wovor ja Klimaaktivisten immer wieder gewarnt haben, hätte man mal auf sie gehört. Die internationale Politik, die habe, so sagte er selbst, auf der ganzen Linie versagt, trotz Paris und der anderen Klimakonferenzen. Aktuell sei die Welt schon bei gut 1 Grad Erwärmung angekommen. 3 Grad, so sagte er, wäre eine Katastrophe. Latif warf auch der Politik Tatenlosigkeit vor, also dass die Politik wirklich nichts getan hat. Es gäbe scheinbar immer Wichtigeres als den Umweltschutz, beklagt er. Und er sagte auch, dass man weltweit betrachtet haben soll, dass man die letzten Jahrzehnte her das Thema Klima einfach mal praktisch einfach mal ignoriert hat. Am Arsch vorbei, sagte er. Also das Wort am Arsch vorbei natürlich nicht, das kann man so auf Deutsch mal einfach mal sagen. Er sagte, es ist praktisch ignoriert worden. Vertreter von mehr als 40 Ländern sind ja heute auch in Berlin nämlich zusammengekommen und im Rahmen des Peterburger Klimadialogs die nächste Weltklimakonferenz ja vorzubereiten, die ja Ende dieses Jahres ja wieder stattfinden wird. Co-Gastgeber in diesem Jahr sind nämlich Deutschland und Ägypten nämlich. Das Ganze findet ja im Auswärtigen Amt, also im Sitz des Außenministeriums in Deutschland statt. Und wir bleiben beim Thema Klimawandel und gehen auf die Richtung zu, die unter anderem nämlich das, was nämlich durch den Klimawandel verursacht wird. Wenn nicht nur die Hitze nämlich für, sagen wir mal, kaputte Böden nämlich sorgt oder sogar vor kaputten Straßen, was auch immer, wenn ja mal wirklich es so heiß ist, dass der Asphalt aufplatzen könnte. Frisch geteerter Asphalt im Übrigen, also. Ja, eher wohl unwahrscheinlich, aber mal sehen. Gibt es natürlich auch entsprechend die Situation, nämlich, dass ja, dass der Klimawandel ja auch Sturm verursachen kann. Letzte Woche ist ja der erste Jahrestag,
des, der furchtbaren Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ja gewesen. Und laut einem Ergebnis, was das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nämlich beauftragt hat, landen nämlich die Kosten der Klimawandelfolgen in Deutschland seit dem Jahr 2000 jährlich durchschnittlich bei 6,6 Milliarden Euro. Also jährlich werden 6,6 Milliarden Euro, also jährlich gibt es quasi 6,6 Milliarden Euro, so muss ich das richtig sagen, nämlich Schäden, also eine Summe an Schäden, die nämlich gibt. Insgesamt waren es aber Kosten von mindestens rund 145 Milliarden Euro. Hierbei handelt es sich ja bei den Angaben aber zufolge eher um einen Teil der aufgetretenen Schäden. Die genaue Schadenshöhe, die liege noch über der genannten Summe, also noch weiter drüber. Alleine die beiden Hitzensommer 2018 und 2019, sowie wie gesagt ja die Flut letztes Jahr, hätten allein in Deutschland, wie gesagt, über 80 Milliarden Euro gekostet. Die Flut vor allem in Rheinland-Pfalz und in NRW, im Norden von Rheinland-Pfalz und im Südwesten von Nordrhein-Westfalen, im Südosten eher, also im Süden von Nordrhein-Westfalen, haben alleine schon 40 Milliarden Euro gekostet. Die Autoren dieser Studie haben aber auch darauf hingewiesen, dass dies Untergrenzen seien, da die Abgrenzung zwischen den üblichen Extremwetterschäden und durch den Klimawandel verstärkten, halt nicht einfach sei. Also das, was halt jährlich passiert und das, was durch den Klimawandel verursacht wurde, kann man also entsprechend laut dieser Studie erstmal nicht unterscheiden. Unter der Hitze und Dürre hätten ja vor allem die Forst- und die Landwirtschaft in weiten Teilen Deutschlands ja gelitten. Wie gesagt, 2019, 2018 mussten ja alleine die Wirtschaftszweige dort etwa fast 26 Milliarden Euro Schadenskosten verbuchen. Weitere 9 Milliarden Euro traten ja dann in der Industrie und im Gewerbe auf, da ja auch die Produktivität an der arbeitenden Bevölkerung auch hitzebedingt dann gesunken ist. Die hohe Zahl an heißen Tagen, die führe auch, so heißt es, zu einer statistisch sichtbaren Übersterblichkeit. In den Jahren 2018 und 19 habe die Hitze zum insgesamt nämlich 7.500 Todesfällen geführt. Bei der Sturzflut von A und Erft letztes Jahr seien 183 Menschen gestorben, mehr als bei allen anderen Stürmen, Hochwasserereignissen und ähnlichen Katastrophen, die seit dem Jahr 2000 zusammengezählt wurden. Heftig. Ja, der zuständige Minister für ja, das Ministerium, was das nämlich den Auftrag gegeben hat, nämlich der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der erklärte, Zitat, wir werden und müssen unsere Anstrengungen zum umfassenden Klimaschutz in allen Sektoren verstärken. Und dies sei, so sagte er selbst, auch nur ein Teil dieser Aufgabe. Denn zweitens brauchen wir eine verlässliche Klimaanpassungsstrategie, die unsere Bevölkerung, unsere Infrastruktur und unsere Wirtschaft vor Hitze, Hochwasser und starken Wetterschwankungen schützt. Auch die Umweltministerin von derselben Partei im Übrigen, Steffi Lemke, die sprach von einem Alarmsignal für mehr Krisenvorsorge. Das Ministerium erarbeitet aktuell ja auch eine Klimaanpassungsstrategie und auch eine nationale Wasserstrategie, die nämlich dann auch kommen soll. Aber dennoch, man muss es so sagen, wie es ist. Es gibt seit Jahren dieses Problem, die Politik hat nicht zugehört, die Grünen tun was, die Ampel will was tun, tut sie überhaupt was oder nicht, tun andere Parteien was oder nicht oder haben sie wahrscheinlich was getan oder nicht, sieht eher nicht da. Eher tut man was anderes, und zwar nämlich Waffen liefern. Kommen wir zum Ukraine-Krieg. Die Europäische Union, sie liefert weiter Waffen an die Ukraine. Weitere 500 Millionen Euro werden nämlich geliefert. Das hat heute EU-Ratspräsident Charles Michel nämlich angekündigt, nach Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel nämlich. Mit der neuen Unterstützung hat sich damit dann auch die zur Verfügung gestellten EU-Mittel für die Ukraine, was nämlich die Militärhilfe betrifft, auf 2,5 Milliarden Euro sich nämlich erhöht. Michel schrieb in einem Tweet nämlich an die Adresse des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Zitat, Europa steht an der Seite der Ukraine. Ein erstes Paket über eine halbe Milliarde Euro, also 500 Millionen Euro, ist schon Ende Februar bewilligt worden, also kurz nach dem Beginn des Krieges, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Danach gab es im April, im Mai und auch im März natürlich weitere Pakete. Mit den Geldern werden nach Angaben aus Brüssel Waffen, aber auch persönliche Schutzausrüstung, das Sanitätsmaterial, aber auch Treibstoff finanziert, was die ukrainische Armee braucht. Aus dem vierten Paket waren zum Beispiel beispielsweise 490 Millionen Euro für Waffen, Munition,
sowie 10 Millionen weitere Euro für Ausrüstung vorgesehen. Als genaue Beispiele für die Waffenlieferung nannte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, nämlich zuletzt Artilleriegeschütze und Panzerfahrzeuge. Die Finanzmittel kommen aus der sogenannten europäischen Friedensfazilität. Haben wir mal darüber schon mal gesprochen. Das Wort kann ich eh immer noch nicht aussprechen. Dieses Jahr ein neues Finanzierungsinstrument der Europäischen Union, das ja auch genutzt werden kann, um ja Streitkräfte in Partnerländern zu stärken. Für das Jahr 21 bis 27, also für die nächsten 6 Jahre, ist dieser Friedensfazilität, diese europäische Friedensfazilität mit 5,7 Milliarden Euro ausgestattet. 5 Milliarden Euro zu den Preisen im Übrigen von 2018. Deutschland finanziert nach Angaben der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht rund ein Viertel davon. Aber da sind diese 100 Milliarden, die genannt wurden, entsprechend nicht mit dabei. Ja, so viel dann zu diesem Thema. Schauen wir erstmal nach, was heute sonst noch so passiert ist bei Update an diesem Tag. Schauen wir auf die News des Tages bei Update Kompakt. Die gibt es jetzt. Nach der Ankündigung über eine Ausweitung der Kampfhandlungen hat Russlands Armee neue Angriffe auf die Ostukraine bestätigt. Im Gebiet Donetsk sei die Gruppierung ausländischer Söldner angegriffen worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Es seien bis zu 200 Kämpfer getötet worden. Unabhängig überprüfen lässt sich die Zahl nicht. So hieß es außerdem auch noch, dass auf einem Flugplatz zudem 2 ukrainische Militärhubschrauber zerstört worden sind. Um sich vor Energielieferungen aus Russland zu lösen, will die EU künftig deutlich mehr Gas aus der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan beziehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew unterzeichneten in Baku eine Absichtserklärung, wonach über den südlichen Gaskorridor innerhalb von 5 Jahren doppelt so viel Gas im Jahr geliefert werden soll als wie bisher. Ab 2027 sollen demnach jährlich mindestens 20 Milliarden Kubikmeter fließen. Deutschland hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher mehr als 118 Millionen Corona-Impfdosen an 45 Empfängerländer gespendet. Weitere 5 Millionen seien in Auslieferung, sagte eine Sprecherin. Das Problem bei der Sache ist aber, dass das globale Impfangebot derzeit bei weitem die Nachfrage übersteigt. Die Sprecherin äußerte sich zu Berichten über etwa 4 Millionen abgelaufene Dosen von Moderna in Deutschland. Sie würden nur fachgerecht entsorgt, heißt es. In den Städten und Kreisen gibt es erhebliche Bedenken, ob der aktuell laufende Zensus 2022 erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Gegenwärtig erreicht uns eine Vielzahl von Problemanzeigen aus verschiedenen Bundesländern zur Durchführung des Zensus 2022, lautet es in einem gemeinsamen Brief vom Deutschen Städtetag und Landkreistag. Hauptproblem sei die eigens für den Zensus entwickelte Software, die nicht ausreichend und belastbar erprobt worden ist, heißt es weiter. Kalte Pokaldusche für Schalke 04. Die Profis des Bundesligisten werden nach dem Erstrundenspiel gegen den Regionalligisten Bremer SV am 31. Juli in Oldenburg ohne warmes Wasser auskommen müssen. Der Energiesparplan der Stadt Oldenburg sieht vor, in allen städtischen Sportstätten, zu denen auch das Marschwegstadion gehört, während der Schulferien die zentrale Warmwasseranlage abgestellt wird. Wie ein Sprecher der Stadt der Nordwestzeitung sagte, sei in den Verträgen mit dem DFB nicht ausdrücklich festgehalten, dass warmes Wasser zur Verfügung stehen müsse. Ja. Ob es dann eine kalte oder eine warme Dusche wird, ist ja eigentlich egal. Fußball wird gespielt, aber wahrscheinlich dann auch noch mit gedämmtem Licht. Kann ich mir auch noch vorstellen. Naja, was soll's. Da sieht man, wie auch der Fußball dann mal sparen sollte. Ne? Ein bisschen Geld dazu geben, aber das ist ein anderes Thema. So viel zu den News, die sonst noch heute passiert sind. Weiteres natürlich wie immer auch auf dercho.tv.de und kommen nun zum RBB. Es gibt natürlich entsprechend weiterhin immer noch, sagen wir mal, Berichte über diese Vorwürfe, über eine angebliche fehlerhafte Abrechnung bei einem dienstlichen Abendessen zwischen der Intendantin Patricia Schlesinger und dem inzwischen, ja sagen wir mal, jetzt erstmal noch ehemaligen, in Klammern ehemaligen Vorsitzenden des RBB-Rundfunkrates, Verwaltungsrates Wolf-Dieter Wolf nämlich und auch der aus dem Umfeld von Wolf stammenden Beschäftigung von Beratern für ein Immobilienprojekt des RBB. Da wird es nicht ruhiger, da wird es noch lauter. Und zwar nämlich geht es so weit, dass nämlich auch der Landtag in Potsdam nämlich, also der Brandenburger Landtag, sich mit diesem Thema beschäftigt. Der Grund nämlich, die AfD-Fraktion hat nämlich einen Antrag gestellt, heute Vormittag, und zwar wird sich der Hauptausschuss des Landtages sich in einer Sondersitzung mit den Vorwürfen gegen die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, Patricia Schlesinger, sich nämlich
befassen. Und auch natürlich neben ihr werden nämlich dann auch noch Friederike von Kirchbach, das ist die Rundfunksratsvorsitzende, und natürlich, wie gesagt, Wolf-Dieter Wolf, der Verwaltungsratsvorsitzende, der im Moment aber sein Amt ruhen lässt, nämlich befragt. Ja, der ist, wie gesagt, erstmal nicht mehr Verwaltungsratsvorsitzender, soll trotzdem aber reden. Wolf und Schlesinger haben ja die engen, die gegen als erhobenen Vorwürfe ja zurückgewiesen, beide natürlich, auch der RBB entsprechend. Letzte Woche habe ich ja darüber, wurde ja hier bei Update darüber berichtet. Inzwischen hat auch der Rundfunk Berlin-Brandenburg nämlich eine Compliance-Beauftragte und die Revision eingeschaltet, die wiederum dann auch eine Kanzlei eingeschaltet hat, die nämlich, so heißt es, für eine unabhängige und allumfassende Klärung der offenen Fragen ja erstmal klären soll. Ob die Sondersitzung überhaupt dazu beitragen kann, also diese Sondersitzung im Landtag, ob das zur Aufklärung beitragen kann, das bleibt abzuwarten. Die Empörung kommt aber aus allen politischen Himmelsrichtungen, also nicht nur von der AfD, wo man auch noch mal ein bisschen ausholen muss, die ja generell ja den Rundfunk, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja eh gerne einstampfen möchte und ihn ziemlich klein machen möchte, kommt es auch von den anderen demokratischen Parteien ja eher raus, so auch vom CDU-Fraktionschef im Brandenburgischen Landtag, Jan Redmann nämlich, der sagte, ich erwarte, dass Frau Schlesinger den Fragen der Abgeordneten, sich der Abgeordneten stellt. Ja, das sagte er gegenüber der Berliner Zeitung. Auch die Fraktionschefin der Grüne, Petra Buttke, die erklärte, die Vorwürfe seien kein Kavaliersdelikt. Aufklärung forderte natürlich auch der SPD-Politiker Erik Stohn, nämlich linken Politiker Thomas Dorms, sagte in einem Interview mit der Berliner Zeitung, falls sich die Vorwürfe bestätigen, verlangen wir Konsequenzen, auch personell und schärfere Antikorruptionsregeln im Rundfunkstaatsvertrag. Also sollte da wirklich Dreck am Stecken sein, würde wahrscheinlich wohl dann auch Köpfe rollen, wenn nicht sogar auch der von Patricia Schlesinger. Ja, wie gesagt, schon der Rundfunkrat hat sich ja letzte Woche damit beschäftigt mit diesem Thema, fordert auch eine lückenlose Aufklärung. So sagte Friederike von Kirchbach ja auch schon, die Rundfunksratsvorsitzende, alle Verdächtigungen und Anschuldigungen müssen samt und sonders aus der Welt geschaffen werden. Es ist richtig, dass jetzt dazu ein externer Anwaltskanzler eingeschaltet worden ist. Der Rundfunkrat wird besonders genau darauf achten, dass diese Kanzlei ihre Untersuchungen unabhängig und umfassend vornehmen kann. Ja, kein gutes Zeichen, sagen wir mal, was da abgehen wird und was da entsprechend ja wohl dann ablaufen wird. Und wir sind schon quasi schon am Ende von Update für heute. Noch lange nicht, denn wir haben noch eine Sportmeldung, die nämlich mit dabei ist. Und zwar ist es eigentlich die Sportmeldung vom Wochenende. Robert Lewandowski hat den FC Bayern verlassen und ist jetzt beim FC Barcelona. Es gibt noch keine Unterschrift unter einem Vertrag, es gibt noch keinen Medizincheck, aber im Dress des FC Barcelona ist er nämlich schon, hat sich dort auch präsentiert und hat sich auch bei den Barca-eigenen Medien, so muss man es ja sagen, sich auch zu seinem Wechsel zu den Katalanen ja auch entsprechend geäußert. Ja, er zeigte sich, wie gesagt, sehr dazu an einem Strand von Miami, wo aktuell ja auch, wie gesagt, Barcelona trainiert und wo sie auch ihre USA-Tour absolvieren. Zufällig ist ja jetzt der Ex-Club von Lewandowski, der FC Bayern, nämlich auch dort. Ja, ich genieße es, hier zu sein, sagte Lewandowski nämlich in dem Interview mit den klubeigenen Medien. Die letzten Tage waren sehr lange, aber jetzt ist der Deal durch und der Fokus liegt auf dem neuen Kapitel. Zu den Gründen, warum er eigentlich zu Barcelona wollte, sagte Lewandowski, ich wollte immer in La Liga spielen, für einen der großen Vereine, das ist der nächste Schritt und auch hier eine Gelegenheit für mein Privatleben. Barca ist zurück in der Spur, wo ich bin, und ich bin hier, um zu helfen, den Verein wieder an die Spitze zu führen und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Ja, wir wissen ja, Barca hat einen Haufen voller Schulden, Lionel Messi ist weg, hat man sich jetzt aber jetzt einen neuen Superstar geangelt, nämlich Robert Lewandowski, ist aber auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch so sagen, 33 Jahre. Ja, den Schritt von München nach Barcelona, den bezeichnete Lewandowski auch als einfache Entscheidung, auch aufgrund des Trainers von Barcelona, nämlich Xavi. Ich habe mit ihm gesprochen und war von Anfang an von seiner Idee auch überzeugt, berichtet der Pole. Und er weiß ganz genau, wie er coachen muss, weil er selbst ein großartiger Spieler war. Jetzt hat er eine große Zukunft als Trainer vor sich und ich will ein Teil davon sein.
Ja, ob er dann natürlich der Lewandowski selbstverständlich auch so große Erfolge wie mit Bayern München feiern wird, das wird man dann noch sehen. Mit Xavi, so Lewandowski, sei es möglich, Titel zu gewinnen. Und mit dem Kader auch. Wir haben so viele gute Spieler mit großer Qualität und können gemeinsam nach vorne schauen. Mit diesem Team können wir in dieser Saison viel erreichen. Ja, so sieht es nämlich auch. Und ja, das werden wir dann mal sehen mit Robert Lewandowski. Angeblich soll ja auch schon der Deal mit, wie hieß er, mit De Ligt ja auch schon drin sein. Offiziell gibt es da noch gar nichts, aber es gibt eine schlechte Nachricht bezüglich den Münchnern. Leon Goretzka fällt aus, ist ja nicht mit in die Maschine nach in die Staaten geflogen. Er hat sich eine Knie-OP zugezogen, also bedeutet das jetzt, wie gesagt, wochenlanges Fehlen beim deutschen Rekordmeister. Ja, im übrigen Testspiel gerade sehe ich gerade auch nochmal hier, um dann auch nochmal die Nachricht zu bestätigen wegen Leon Goretzka. Dortmund liegt gerade hinten mit 0:1 gegen den FC Valencia. Ja, so sieht's aus. So viel dann von den Meldungen. Ja, so sieht's aus. Es ist 20:10 Uhr. 20 Minuten hätten wir eigentlich noch. Aber ich kann ja jetzt auch schön ausholen, denn ja, das ist es jetzt für heute gewesen mit den News nämlich. Aber es geht jetzt erstmal ums Wetter. Gerade haben wir am Anfang noch ein bisschen darüber geredet. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Warnung nämlich rausgeben vom Deutschen Wetterdienst. Für den kommenden, nicht für den kommenden, sondern für den morgigen Dienstag nämlich. Denn da, wo es überall, und das möchte ich jetzt mal ganz kurz zeigen, da, wo es nämlich überall lila ist, ja, da gibt es Warnung vor amtlicher Witze von morgen 11 Uhr an bis 19 Uhr. Die Temperaturen können ziemlich hoch sein. Eine starke Wärmebelastung wird gemeldet und das kann natürlich ziemlich heftig werden für den gesamten Bereich. Also ihr seht es fast komplett, fast Deutschland nur. Sagen wir mal, der ja, halb Mecklenburg-Vorpommern nicht, ein bisschen von Brandenburg nicht, halb Bayern gar nicht, also nur der nördliche Teil von Bayern und ein bisschen was von Baden-Württemberg ist nicht und auch Schleswig-Holstein ist davon nicht betroffen, aber sonst ist der ganze Bereich der Bundesrepublik. Nach der Ankündigung über eine Ausweitung der Kampfhandlungen. Da habe ich wohl wahrscheinlich, ja, man merkt es, ich bin auch schon ein bisschen langsam am Schmelzen, ja, das wird morgen noch extremer. Kommen wir aber jetzt erstmal zum Wetter, wie gesagt, die Wetteraussichten sehen ziemlich warm aus. So gibt es in der Nacht nämlich zum Dienstag bis auf den Osten des Landes sehr viel Sternen zu sehen, denn es gibt keine Wolken am Himmel. Sternklar ist es, sonst im Osten nur ein paar Wolken. Die Temperaturen liegen so im Osten so zwischen 19 und 20 Grad, im Rest des Landes so zwischen 14 bis 21 Grad, in der Nacht nämlich. Und jetzt kommen wir zu morgen und ihr seht es, ja, es wird heiß. Nur in einzelnen Teilen gibt es sogar ein paar Wolken, sonst scheint die Sonne durchgehend ohne Wolken. Es wird heftig. Temperaturen steigen im Westen bis zu 40 Grad, im Rest des Landes sogar auf nur minimal 27 Grad im Nordosten. Also es wird morgen ziemlich heiß. Passt auf euch auf, falls ihr bei dieser Hitze nicht aushalten könnt. Die weiteren Aussichten für die kommenden Tage. Im Norden gibt es am Mittwoch gibt es im Norden nochmal ein bisschen Abkühlung mit ein bisschen Regen, aber es wird nicht kühler. 20 bis 35 Grad, sonst wird weiterhin die Sonne scheinen, aber die Temperaturen gehen deutlich zurück. Es wird im Norden nur noch so bis zu 22, 23 Grad warm ab Donnerstag, sonst so zwischen 30 und ab Freitag wieder 33. Das ist ziemlich heftig morgen. Ja, und morgen gibt es wieder einen Stream. Ja, morgen gibt es auch wieder eine Update-Ausgabe. Aber bevor wir dazu kommen, eigentlich kommen wir jetzt quasi dazu, gibt es nämlich den Blick auf die Woche. So sieht es nämlich aus, die Wochenvorschau. Ich habe es ja auch schon angekündigt und ich habe es ja auch schon gesagt, die nächsten zwei Wochen werden eher mager sein, was nämlich die Twitch-Streams angibt. Und es wird, viele haben es ja erwartet und auch damit gerechnet, ich weiß, ich kann es schlecht kaschieren, es wird eine Sommerpause geben, zumindest was die Streams nämlich angeht. Das hat auch private Gründe. Dass es nämlich so sein wird, ich bin, wie gesagt, im Urlaub. So kann man das auch in Urlaub in Anführungsstrichen nennen. Wird aber kein Urlaub sein, so sage ich es mal, wie es ist. Bin aber trotzdem hier in der Gegend, also, ja, wird man sehen. Egal, blicken wir auf die Woche, so sieht sie nämlich aus. Heute, wie gesagt, also in dieser Woche, wie gesagt, gibt es entsprechend,
Streams, nämlich heute und morgen, so kann man das nämlich sehen. Heute natürlich Games Live gleich hier im Anschluss und morgen dann schon. Ja, ich habe den Stream von Mittwoch auf morgen gezogen. Also morgen am heißesten Tag des Jahres werdet ihr wahrscheinlich hier einen Ventilator hören, wenn überhaupt. Wenn wir mal gucken, wie warm es um 19.50 Uhr sein wird, morgen dann natürlich Update und Games Live. Dann gibt es, wie gesagt, ab Mittwoch erstmal gar keine Streams auf Twitch, dafür aber am Freitag wieder ein Video. Pokémon X Folge 6 wird natürlich erscheinen. Nächste Woche Montag auch, denn vom 20. bis zum 26. Juli gibt es, wie gesagt, keine Streams und ich finde es sehr lustig, wie man darüber lustig macht, wenn man sagt Urlaub. Deswegen habe ich auch Urlaub gesagt, aber naja, man will mir ja so, ich sage gar nichts mehr. Warte mal. Sagt er mir jetzt schon 37 Grad an? Warum sind 37 Grad hier? Ja, genau. Stimmt, keine Ahnung. Naja, wie gesagt, heute und morgen nur noch ein Stream und mehr ist eigentlich auch nicht, denn wie gesagt, es gibt eine kleine Pause am 27. Juli, also Mittwoch in einer Woche, also nächste Woche Mittwoch, gibt es dann wieder einen Stream. Natürlich hängt es davon ab, was ich dann auch noch so in den kommenden Tagen noch so machen werde, beziehungsweise was noch so passieren wird. Ich habe es ja schon angekündigt, die Streams werden erstmal bis Anfang August weniger. Es ist im Übrigen auch heute der letzte Montag, bevor Gameboy Time ja wiederkommen wird. In zwei Wochen ist es dann ja wieder soweit. Außerdem wird ja heute in zwei Wochen der Echo TV stolze 14 Jahre alt. Und im Anschluss gibt es ja hier gleich die letzte Games Live-Ausgabe an einem Montag. Ja, denn dann ist die Sommerpause in zwei Wochen zumindest für Gameboy Time vorbei. Und hier geht es gleich weiter mit diesem Spiel hier. Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, das Ding, die Verpackung zumindest, hat sich da hinten immer noch Platz geschaffen. Ich bin ja jetzt Besitzer einer Nintendo Switch. Hier im Anschluss geht es gleich weiter mit Pokémon Legenden Arceus, ein weiteres Pokémon-Abenteuer. Wir haben ja gestern damit angefangen. Wer noch nicht die ersten zweieinhalb Stunden gesehen hat, der sollte mal auf dem YouTube-Kanal von der DERCHO TV Games mal reinschauen, kann ich nur empfehlen. Update gibt es, wie gesagt, dann morgen wieder. Wahrscheinlich der Hauptfokus auf die Hitze hier in Deutschland. Und wahrscheinlich auch noch überall sonst, wo es ziemlich heiß geworden ist. Wahrscheinlich in Deutschland und wahrscheinlich auch noch in anderen Teilen Europas. So viel soll ich dazu sagen. Falls ich morgen nicht geschmolzen bin, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Sonst, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Sonst geht es gleich hier weiter. Dann sehen wir gleich, was noch so passieren wird. Bis dahin, noch einen schönen Abend und bis gleich oder bis morgen.